Hallo, zurück wieder bei Youngwild TV. Heute mit Max Friedrich unterschreibt beim Ergon 24-Stunden Racing Team. Finallauf des Poison Cups in Boos. Kellerwald Bike Marathon, einer der ältesten Bike Marathons in Deutschland, wird 14. Gran Fondo bei Canyon in Koblenz. Max Friedrich unterschreibt beim Ergon 24-Stunden Racing Team. Jetzt ist es offiziell. Max wird diese Saison in den Farben des Ergon 24-Stunden Racing Teams fahren. Zusammen mit den 24-Stunden-Vize-Weltmeistern von 2010, Benjamin Brohagen und Kim Tofaute, wird er auch bei einigen 24-Stunden-Rennen an den Start gehen. Die dreifache deutsche Meisterin Nadine Nieder und der Engländer Trevor Allen verstärken weiterhin das Team. Finallauf des Poison Cups in Boos. Kim Tofaute, Benjamin Brohagen und Max Friedrich vom Ergon 24-Stunden Racing Team starten beim Finale des Poison Cups in Boos. Kim und Benny gehen um 13 Uhr bei den Masters 1 auf die Strecke. Auf, los! Zuerst in Ergon Grün gespannt, lagen sie dicht auf zum Gesamtführer Erik Hühnlein, mussten dann aber abreißen lassen. Die noch recht trockene Strecke forderte einiges an Fahrtechniken an die Fahrer. Benny musste dann irgendwann doch Kim allein ziehen lassen und fiel hinter Stefan Wagener zurück. Es gewann der Seriensieger Erik Hühnlein. Kim folgt mit etwas Abstand auf den zweiten Platz. Benny verpasste leider das Treppchen und wurde Vierter. In der Masters-Gesamtwertung konnten die beiden Ergon 24-Stunden-Teampiloten aufgrund einer konstanten Leistung in den letzten 5 Runden das Podium besetzen. Gesamtsieger wurde Erik Hühnlein. Ja, und der Sieger hat... Auch für euch nochmal der Hinweis, die Poison-Gutscheine, die ihr hier vom Hauptsponsor Poison Bikes erhaltet, könnt ihr im Internetshop der Firma Poison Bikes einlösen, also das ist kein Problem. Nach dem Mastersrennen half Presseminister Benny höchstpersönlich Max in den neuen Teamhelm. Die neuen grünen Teamtrikots sehen ja wirklich schick aus. Eine halbe Stunde vor dem Start des Elite-Rennens setzte starker Regen ein, der die vielen Single-Trails noch schwieriger machte. Ergon 24-Stunden Racing Team Neuzugang Max Friedrich konnte nach einem guten Start einige Meter herausfahren, wurde dann aber wieder von der großen Kampf eingeholt. Beide fuhren die ersten Runden zusammen, bis Max etwas an Boden verlor. Die hohen Trainingsumfänge der letzten Wochen lagen ihm noch deutlich in den Beinen. Auf Max, auf! Komm, bleib dran! Max schaffte es aber, sich gegen Sascha Schwindling vom Erdolfin Schumacher Team durchzusetzen. Komm! Auf, Max! Selbst bei diesen schwierigen Bedingungen erwies sich die Reifenwahl mit den Conti Cross Kings als richtig. Auf, Max! Komm! Komm, da fährst du wieder ran! Auf! Die meisten Zuschauer waren vor dem Regen geflüchtet. Nur einige ganz harte harten aus, um das spannende Rennen anzuschauen. Ja, der hat Gas. Der fährt wie eine Maschine. Auf, Max! Komm, gib Gas! Alle, 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 alle!
gefällt auch bei euch jetzt, ne? Ja. Kann's geben. Die Mauer fragen, ich hab kein Geld mit. Super, Max! Super! Alle, alle, alle! Doch, hab ich. Hab ich. Wie schon in den ersten drei Rennen des Poison Cups gewann Gerrit Rosenkranz im ärgerngrünen Trikot für Max wieder einen sicheren zweiten Platz und bewies dadurch eindrucksvoll, dass er immer noch gut in der Eliteklasse mithalten kann. Stopp! So, jetzt muss ich mal den Mann hier, der so dreckig ist. Komm jetzt! Aus die Feuerwehr! Nicht die Kamera einfach dahin! Der Gesamtwertung verdrängte David Müschler gerade noch Samuel Rosenkranz von dem dritten Platz. Gefolgt von Sascha Quindel und Jan Lipfold. Gesamtsieger wurde, wie erwartet, der Rosenkranz vor dem grünen Max. Stop. Max, du hättest vor der Siegerehrung ja nochmal duschen gehen können. Bei den Masters 2 gewann Michael Bonnekessel. Bonne verwies Günther Reitz und Manfred Kaus auf die Plätze. Gran Fondo 2011 bei Canyon in Koblenz. Am Samstag, den 9. April, findet der Gran Fondo bei Canyon statt. Dort könnt ihr euch über die neuesten Bike Trends informieren. Natürlich ist auch das komplette Ergon 24-Stunden Racing Team mit dabei. Sie bieten kostenlose Mountainbike-Touren durch die Koblenzer Wälder an. Vielleicht könnt ihr den ein oder anderen Tipp von den Rennfahrern bekommen. Auch die Profis des Topback Ergon Racing Teams werden an diesem Tag vor Ort sein. In einer Teampräsentation werden alle Fahrer ihre Ziele und das neue Material von Eurosport-Moderator Carsten Miguel offiziell vorgestellt. Weitere Infos zum Gran Fondo findet ihr auch auf www.canyon.com. Kellerwald-Bike-Marathon. Seit 1998 eröffnet die Skiaufklassiker Kellerwald-Bike-Marathon traditionell die Bike-Marathon-Saison in Deutschland. In Gilseberg gibt es für jedes Bike und jeden Fahrer die erste echte Herausforderung der neuen Saison. Wer schon mal dabei war, weiß das. Mehr als 11.000 Fahrerinnen und Fahrer waren in den letzten Jahren auf der Strecke im Naturpark Kellerwald. Übrigens immer bei bestem Frühjahrswetter. Dabei haben sie auf der 40-Kilometer-Schleife mit 1000 Höhenmetern je nach Luft- und Leistungsvermögen zwischen einer und drei Runden gedreht. Im Übrigen, Fair gibt es nur bei der Einführungsrunde. Gemeinsam mit den zahlreichen Zuschauern haben die Fahrer immer wieder für die tolle, für den Kellerwald so typische Atmosphäre gesorgt. Die Veranstalter versprechen, dass es in 2011 noch besser wird. Getreu ihrem Motto von Bikern für Biker, können sie euch jetzt schon versprechen, dass ihr dort nicht nur eine Startnummer seid. Max Friedrich vom Ergon 24-Stunden Racing Team wird hier auf der 120-Kilometer Strecke seinen ersten Marathon der Saison bestreiten. Am 17. April um 9 Uhr wird in Gilserberg der Start erfolgen. Dann werden wir uns auch zur nächsten Sendung wiedersehen. Ciao! Auch die Profis von Topak Ergon Racing... Nein, Death. Ah!
Konzentrier dich! Konzentrier dich! Ja. Das würde ich abschneiden, ja, so nicht. Gott. Gott. Kellerwald-Bike-Marathon, einer der... War mir klar. Kommst du mal?